Oh nein, das sind die Bullen, Digga. Was soll ich machen? Fuck, Digga. Ich mach laut. Verpiss dich, Junge! Ey, Bro, ich knall dich ab, Mann! Raus, Mann! Digga, eine Waffe. Raus, Mann! Scheiß Jungs. Hallo? Hallo! Yo! Nein, auf keinen Fall, Mann! Bro, bleib da draußen, Mann! Ich knall dich ab! Yo! Hallo? Yo, bleib da stehen, Mann! Die Geiseln, der Herr! Ich hab keine Geiseln, Mann! Ich will nur ein bisschen Cash haben, Mann! Ich hab Kinder zu Hause! Ja, kommen Sie mal runter erstmal. Das kriegen wir schon friedlich alles hin. Bro, hau mal ab da, Mann! Das kriegt gleich einen Kopfschuss, Junge! Jungs, was soll ich machen, Mann? Ja. Scheiße, Digga, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt kommen, Digga. Das sind auf einmal drei Leute, Mann. Habt ihr die Gewehre gesehen? Jungs, was soll ich machen? Ey, soll ich den Platten schießen, dann renne ich raus? Oder ich stecke einen Wagen von denen ein? Okay, Jungs, ey, ich renne jetzt raus. Ich renne in einem Auto von denen rein, okay? Ich renne jetzt im Auto von denen. Warte, ich warte noch, ob ich das Cash hab. Ey, Jungs, meint ihr, das Auto ist offen von denen? Die stehen beide bei mir am Auto. Ey, Jungs. Ey, Jungs. Ey, Jungs, bleib draußen! Dann kommen Sie jetzt mal in die Tür, dann können wir auch ein bisschen besser sprechen hier. Ja, was los? Ja, was wollen Sie denn fordern? Ich will ein Quad haben! Ein Quad? Ja, ein Quad! Die haben doch hier ein Auto. Ja, der Scheiße, Mann, ich brauche ein Quad, Junge! Okay, einen Moment, ich versuche das zu regeln. Okay. Ey, weg da, Mann! Hey, yo! Hey, okay, okay! Jo, chill, chill, chill! Jo, ah, ah! Digga, wo ist Pierre, der Motherfucker? Mann, wieso helfen die mir nicht, Mann? Doch, mein Arsch, ich hab keinen Bock auf Knast. Ich fick doch meinen Arsch. Warte ab, Jungs. Okay. Endo, bitte dann umdrehen. Dreh dich mal bitte um. Endo. Umdrehen, genau. Hey Jungs, Mann. Mein Kopf, Digga. Oh. Digga, bin ordentlich weggeballert ein bisschen. Digga, ich kann gar nichts mehr machen. Deine so, SMS-Pistole mit Blutzipfel. Meine Knarre ist weg, Mann. Danke dir. Dankeschön. Okay, ja, nichts zu danken. Der hier heißt Trinis Goffi Gomez. Also ja. Ravi Gomez. Das Auto von Ihnen, nicht haben Sie das genommen? Ja? Nein, mit dem Auto habe ich nichts zu tun, das ist nicht meiner. Okay, was haben Sie es geklaut? Der steht hier einfach, der steht den ganzen Tag schon hier, das Auto. Und mit dem Auto habe ich, bin zu Fuß eigentlich, deswegen wollte ich das Quad auch haben. Achso, wollte er ein Quad haben? Davon wussten wir nichts. Hat er einem von euch gesagt? Ich wollte es gerade eben sagen und dann habt ihr aber schon geschossen. Negativ. Dass er ein Quad haben will? Ja. Achso, okay, alles klar. Ja, gut. Okay, Jungs, ich schreibe zwei Pferde zum PD. Wir können dann weiter, ja? Mhm. Alles klar. Ey, Jungs, ich saß 3 Jahre, Mann. Ich hab keinen Bock mehr, wieder reinzugehen. Die ficken mich jedes Mal am Arsch, wenn ich da bin. Ey, Jungs, scheiß 3 Jahre saß ich, Mann. Was für mein Sohn, was soll ich dem erzählen? Officer, hallo? Ja. Ey, ich hab 14k auf Tasche. Kann ich irgendwie so vielleicht rausgehen, irgendwie um die Ecke? Ich glaube, die Kollegen werden das nicht mitkriegen, ganz ehrlich. Nee. Ich bin Trinis Ravi Gomez. Kannst du einmal seine Rechte vorlesen? Ja, klar. Also, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Anwalt hinzuzuziehen. Sollte sich dieser nicht im Staat befinden oder sie können sich keinen leisten, müssen sie sich selbst verteidigen. Sollte kein Richter im Staat sein, übernimmt das LSPD die Judikative. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, hab ich. Ich schreibe für 2 Pferde zum PD beim TV. Mein Sohn braucht einen Vater.
Nicht wieder 3 Jahre. Haben Sie Kinder? Chef, bevor wir reinfahren, haben Sie Kinder? Alles klar. Dankeschön. Ja, Kollege, Sie schweben. Sie sollten einmal kurz, obwohl, ne, jetzt geht's. Alles gut. Officer, ich weiß, Sie haben gerade viel um die Ohren, aber mir wurde gerade mein RTW von jemandem gekriegt. Ey, Chef, noch geht das? Ich hab 14 Kauftasche, ne? Und jetzt? Ja, Bruder, ich geb dir 14.000, ich zieh weg hier, weißt du? Ich sag ihm jetzt schon, ohne meinen Anwalt sag ich hier gar nichts, wirklich. Muss auch nicht. Ja, danke schon. Ey, Bro, 14.000 hab ich wirklich, ne? Das freut mich. Bruder, willst ja bestimmt auch mal irgendwie Urlaub gehen oder so mit Frau und sowas, dies, das? Nee, nee, alles gut. Wissen Sie, wer ich bin? Muss ich nicht. Ich bin Trinus Ravi Gomez. Soll ich die Akte schreiben, Kollege? Können wir das ohne Akte machen heute? Nee. Okay. Dann mach du mal die Akte. Jo. Der wird dann hier inhaftiert, ja? Ja, ja, klar. Die Tür wird dann geschlossen. So, der Herr, wie heißen Sie denn? Trinus Ravi Gomez. Angie. Ah, ja. Sind Sie polizeilich bekannt? Oh. Nein, bin ich nicht. Ich wollte mich gerade eben bewerben. Ja, das können Sie jetzt vergessen. Na super. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Frau oder so? Geht's ja nichts an. Okay. Alles klar. Kann ich mal kurz draußen Pipi machen? Warum ist der Mann denn auf dem Foto farbig? Cousin? Bitte? Ich weiß nicht, ist das mein Cousin? So, also ihr wird einmal schwerer Raub vorgeworfen. Einmal draußen, Moment, in der Mitte. Oh, sorry. Schwerer Raub, Bro, das waren gerade mal 8.000, die ich da gemacht habe, Bro. Das war ein Räubchen? Ja, sie haben aber eine Schusswaffe dabei gehabt. Hatte ich? So, okay. Schwerer Raub. Vater und Mutter sind zu Besuch da. Beim letzten Mal. Amte Stein. Bringt mich in die Besucherhalle rein. Bruder, ich muss weinen, doch will nicht. Mama soll nicht denken, dass ihr Sohn noch ein Kind ist. Kennen Sie von Cello und Ab die Besuchstag? Klar. Butzbach? Butzbach, ja, ja. Ich wohne in der Nähe. Also damals in Europa. Wo ich damals, hab's vor 3 Jahren, ich konnte damit echt gut meine, so ein bisschen so, das, so Sachen mit Verdauen so. Kann ich das gleich ein bisschen hören in der Zelle? Das müssen Sie dann mit den Leuten unten ausmachen, ich denke nicht, aber wenn da keiner ist und niemand. Butzbach, stirbt. Erwachsenenvollzug. Mutter ist heute im Knast zu Besuch. Ich hoffe, tut mir leid, ich war wieder voll im Gedanken. Kollege, ich gebe Ihnen dann einmal schweren Raub, Benutzung einer Pistole ohne Waffenschein und ich weiß halt nicht, was sonst noch, sonst hat er ja keinen von uns verletzt, nicht wahr? Autodiebstahl auch noch. Autodiebstahl? Okay, Jungs, nicht Autodiebstahl, das war meiner! Das war nicht Ihr Fahrzeug. Doch, das war meiner! Nein. Ich hab das nur gesagt wegen. Okay, nee, alles gut, alles ja, gut. Nee, ist okay. Ich hab den Kennzeichen kontrolliert. Ja, alles gut. Okay. Nee, alles gut, Officer. Da stand nicht Ihr Name. Okay. Nee, Jungs, also krieg ich mehr wegen Fahrzeugraub oder wegen Marihuana-Besitz. Ja. So, der Herr, Sie bekommen dann. Mein, wirklich mein Auto? 85 Minuten und eine Geldstrafe von 95.000. 95.000? Ich hab 14.000, ja, Bruder. Ja, das bekommt, ja, das kommt als Rechnung, das heißt, Sie haben ein bisschen Zeit, um das zu bezahlen. Chillig. Okay. Weil wir können ja nicht
Haben Sie Rechnung erhalten? Ich habe eine Rechnung gerade bekommen, ja. Ist klar, von 95.000, richtig? Ja, alles klar. Entspannt, dankeschön. Gut. Was geht, Luca? Alles klar. Wie viele Minuten bekommt er? 85 Minuten. Ja, dann musst ja, du gleich deine aber hier, ne? Uniform ändern. Bitte? Wir inhaftieren den hier. Also hier bleibt er? Ja, ja. Okay. Sag ihm die Uhrzeit dann. Ja, ich stelle gleich einen PD da. Moment, ich trage das eben in die Akte ein. Ich bräuchte hier einmal einen freiwilligen Officer. Ja, das weiß ich doch. Ja, klar. Also hier in den Raum rein. Okay. Nutzbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam, hey, ihr Junge, dein Sohn ist ein Gangster. Drogenhändler. Hey Jungs, hört ihr mich? Eine Sekunde, um 6 Uhr. Ja, was brauchst du? Hey, ich hab 14k, können wir nicht irgendwas drehen, Jungs? Nee. Digga, ich hab Frauen und Kinder zu Hause, was soll ich machen mit denen? Ja, vielleicht nicht Straftaten begehen, wenn sie wissen, dass sie Frauen und Kinder zu Hause haben. Ja, Bro, die haben Hunger, verdammt nochmal! Dann gehen sie Staatshilfe, drehen sich mal um, bitte. Gehen sie arbeiten, machen sie was Richtiges. Einmal die Hände hoch. Umdrehen. Hey Bruder, jetzt keine Arschkontrolle, hab ich heute schon dreimal gemacht. What the fuck, Bruder, wohin gehen wir jetzt? Wir jetzt in die Zelle. Eine Zelle? Okay. Jo. Sie wissen, dass ich 3 Jahre saß, ne? Ich hab Haftschaden, alles mögliche, ich bin komplett am Arsch. Ja, lustig, ich krieg mich gar nicht mehr ein. Ich möchte gar nicht mit meinem Anwalt reden. Naja, der kommt schon gleich. Ja, hoffentlich. Werden Sie noch sehen. Wie ist Ihre Dienstnummer? Die 8. 8? Okay. Haben Sie eine richtig einfache Zahl extra bekommen, ja, ne? Verstanden. Sehe ich ihn an schon, alles gut. Warum sind wir hier auf Klo? Was passiert jetzt hier? Hallo? Soll ich mich duschen oder was? Ich krieg mich gar nicht mehr an. Einfach Haft. Ja, Chef? Hallo? Ja. Anwalt schon da von mir oder was? Oder? Bitte? Was mit meinem Anwalt? Haben Sie einen Anwalt? Ich hab einen Anwalt, darf ich den anrufen? Klar. Ich hab kein Handy gerade. Ja, deswegen funktioniert das hier auch nicht. Ja, ich hab ja auch keins. So, danke schön, Chef. Und ich möchte auch gleich ganz kurz mit meiner Frau reden. Ja, ich komme in 10 Minuten. Okay, 10 Minuten, alles klar. Okay. Ich wollte gerade rausreden. Nein, salutieren tut man ein Stampede nicht. Also, nee, hab ich schon. Aber am Ende ist man immer ein bisschen schlauer, ne, Jungs? Am Ende ist man immer so ein bisschen schlauer, so, dass jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen. Nicht so extrem krass gut. Ja, keine Ahnung, Jungs. Ich hab kein Handy. Ich höre jemand. Ja! Oh, endlich! Chef! Ich konnte die Anwalt nicht erreichen. Ich hab die Nummer von dem! Was sagt ihr? Soll ich denn die Schelle geben? Ich hab die Nummer von dem Dude! Er ist auch beruflich Anwalt? Der ist beruflich Anwalt! Und er kann's auch beweisen? Er kann's auch beweisen! Okay, dann einmal die Nummer bitte. Ich hab sie nicht auswendig, sag ich Ihnen ehrlich. Dann müssen Sie leider die Haft absitzen. Okay, alles klar. Okay, sorry. Alles gut. Ich habe noch eine Frage. Ich muss scheißen wie Sau. Kann ich hier irgendwo auf Klo gehen? Und der andere Zelle. Hallo? Hier ist eine Toilette. 2 Toiletten haben sie. Und diesen. Kann ich eine andere Zelle haben, weil das stinkt wie Scheiße hier, meinte ich. Ich will eine Zelle haben. Nicht jetzt alles voll mit Kacke riecht das hier. Die ganzen Häftlinge gehen hier alle kacken, die ganze Office-Sache. Oh. Dankeschön.
Das ist richtig scheiße daran. Ich weiß ja nicht, was ihr so frisst oder so. Keine Ahnung, aber das ist echt, das kann man nicht aushalten. Oh Scheiße, das war Windows-Taste, Digga. Fuck, Digga, war falsche Taste. Sorry, Jungs. Wer ist denn hier mit? Da, die Truhe nach draußen, die ist gut. Ey, Chef, das wird keiner mitkriegen. Ich hab 14.000, ich geb dir 14.000, Bruder, und das kannst du einen schönen Abend machen mit deiner Familie heute Abend. Oder ich bekomme alle 7 Minuten Geilcheck in 20.000. Bruder, du kriegst jetzt von mir auch nochmal, weißt du was ich meine? Ich bin bei 14. Herr Hofstra, wollen Sie jetzt helfen? Hallo? Könnten Sie sich beeilen ein bisschen? Oder... Was machen Sie hier? Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Was ist los mit dir, Mann? Ich bin hier aufgewacht. Hallo, ja, geh mal weg hier. Ja, ich komm hier nicht raus. Hallo? Dann lass mich hier in das Büro rein, da kann ich ein bisschen gucken. Und das riecht nicht so nach Kacke. Ich weiß ja echt nicht, was da unten abging, wirklich. Mit Fake-Infos, ne? Ey, Chef, ich hab nur eine Sache. Eine Sache hab ich noch. Eine Sache, da nerv ich nicht mehr. Ja. Was ist denn, wenn ich Infos gebe? Ich hab Infos für krasse Sachen. Heute Abend ist ja eine Club-Eröffnung. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ja. Ich hab da echt krasse Infos. Sicher? Ja, sehr krasse Infos, wirklich. Ja, dann erzählen Sie mal. Ja, was, wenn ich das jetzt erzähle und passiert nichts? Nee, Sie haben mein Wort. Heute Abend bei der Club-Eröffnung soll da jemand eine Riesenschießerei anzetteln. Beziehungsweise, da wird es eine riesendicke, große Schießerei geben. Okay, und um wie viel Uhr ungefähr? Wann der Club eröffnet. Was war das? 21 Uhr? Okay. 20 Uhr. Wissen Sie von welcher Familie oder so? Oder? Das sind die Gelben. Das sind die Gelben. Ich weiß nicht, wie die heißen, wie die Motherfucker heißen. Das sind die Gelben. Das ist hundertprozentig so. Die wollen ein paar Leute abknallen. Okay. Kann ich jetzt gehen, Bruder? Bruder, kann ich mit draußen eine Kippe rauchen gehen? Kannst du mir irgendwas beweisen? Bruder, ich kann meinen Kollegen anrufen, der weiß das hundertprozentig. Der weiß das auch, der kann das bestätigen. Dann drehen Sie sich mal um, bitte. Okay. Ich glaube, der Aal hat nicht angebissen, Jungs. Bruder, welchen Friseur gehst du eigentlich? Ich mach die selber, Bruder. Ah, krass, Bruder. Sieht gut aus. Haltet viel Spaß. Bruder. Ich bin frei, Jungs. Oh mein Gott, es hat geklappt. Einfach, ich bin frei. Oh mein Gott, Jungs, es hat einfach geklappt, Mann. Oh mein Gott, es hat geklappt. Schnell rennt, Digga. Es hat einfach geklappt, Digga. Oh mein Gott, Digga. Es hat einfach geklappt, Mann. Oh, schnell abhauen hier, Mann. Boah. Thank you.